Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof auf der Walchen 2K20. Ah, das ist ja nur so ein kleiner. Hä, gab's denn nicht auch größer? Ach so. Naja, egal. Brauchen wir ja nicht so oft. So. Und dann schauen wir mal. Achso, warte mal. Hallo nochmal. Müsste eigentlich. Moin. Moin. Ey. Das würde eigentlich passen. Herr Zwerger. Was? Könnte ich mir Ihre Sämaschine ausleihen? Ja. Wo steht die denn? Hof meine alte am Hof und meine neue auf dem Zelle. Ja, am besten eine, die verfügbar ist, weil eine auf dem Zettel habe ich selber stehen. Ja, am Hof. Oder müsst ihr gleich mitkommen? Ja, ist das Saatgut drin? Ja. Ah, okay. Ah, Udo. Leo. Ja. Das Zeug bräuchte ich auch noch, gell? So Saatgut und so Zeug. Oder hast du das vorrätig? Das habe ich eigentlich jederzeit vorrätig. Das würde ich sogar vorbeibringen. Ah, okay, das wäre ja optimal. Wie wird's denn von jedem? Also. Machen wir mal, keine Ahnung, wie viel Liter sind auf so einer Palette drauf? Also, Saatgut, da gibt's halt. Ja, Palette. Eine Palette, da sind 2100 Liter drauf. Mach's mal zwei. Zwei Paletten Saatgut, okay. Ja, und Dünger? Na. Und Dünger ist dann 1000 immer. Achso, aber Dünger muss ich aufpassen wegen. Könnte man hinmachen? Mach's keinen Dünger, nur Saatgut. Ja. Ja, bin fertig. Tschüss. Ja, tschüssi. Herr Zwerger, kommen Sie dann hoch? Ich fahr schon mal los. Ja, ich bin gleich. Danke, tschüss. Tschüss. So. Oh Mann. Ja, den Kuhn. Hey, einfach so zwischengegrätscht. So. Gut, dann haben wir erstmal alles geregelt. Dann schnappe ich mir von dem die Sämaschine. Und dann gucken wir mal. So, er hat gesagt, er kommt mit. Ja, dann fahre ich zu ihm an den Hof und warte da. Und wenn schönes Wetter ist, dann muss ich oben mal ein bisschen mähen. Da geht tatsächlich nur unten eine Straße lang. Da habe ich mich zum Glück noch nie verfahren.
So. Da haben wir das auch schon alles geklärt, ey. Mal, ob ich die irgendwo sehe. Ein Güllefass. Habe ich ein Güllefass? Hm, da ist nichts. Ja, das ist nur der Mist, die Mistprobe. Ja, mei, du wirst mich fast in mir eingefahren, ey. Was für ein Ding? Ja, mei, du wirst fast in mir eingefahren. Sie wären fast in mich reingefahren, Herr Zwerger. Ja, das kann gut sein. Oh Gott. Also, dann muss erstmal der Schwabe raus. Und dann muss man gucken, ob man an dem Pedellader vorbeikommt. Komm ich da mit dem Johnny überhaupt rein? Ja. Also zumindest der Haar. Der Haar dem, wo der andere Hof, wo wir beim Schwaren waren. Gucken Sie mal oben. Wird der Schrein. Komm mal zu, gut. Warten Sie, ich fahre rückwärts gleich rein. Kommen Sie ran. Ach, Scheiße. Moment, so. Bin dick, sorry. Ah ja. Aber ganz schön knapp hier alles bemessen, ne? Ja, das kann sein. Da können sie jetzt aussteigen, da komme ich jetzt mal. Ja, passt. Okay, ich danke Ihnen mal recht schön, ne? Wir brauchen jetzt nur Hilfe beim Fluggerer Anhänger. Nee, krieg ich schon hin, da springe ich kurz raus. Sie wissen, dass sie irgendwie locker. Gutberg heiße ich. Gutberg. Ja, bitte, was los? Du hast frei hinter an deinem Tiefenlockerer Hitch dran, gell? Wie bitte? Man kann den Tiefenlockerer an der Bulldog anhängen.
Und dann dahin wird die Sämaschine. Eine Saatbettkombi nennt man sowas denn. Also wenn man etwa auf dem Boden strackt. Letzte Leiche. Sie meinen, ich kann das kombinieren? Ja. Also wenn nur Tiefenlockere stehen, oder? Ja, das kriegen wir hoffentlich gleich wieder hin. Falsch rum, der liegt auf der Seite, wo man anhängen muss. Haben Sie einen Frontlader da? Oh, ja, ich habe ja unten meinen Teleler. Da muss man mal kurz ruhig schon. Ah, so ein dummes Ding, ey. So, und der sagt, das kann man aneinander kuppeln und dann kann man das auf einmal. Ach, das ist wie viel Silber. Warte mal. Hin. Drei Meter. Ich bin hier fast im Überlegen, ob ich den nicht tauschen soll. Weil düngen tue ich sowieso anders. Hallo, hier ist der Hochrater. Jo, Leo, hast du die Sämaschine schon bestellt? Nee, noch nicht. Ja, du, der komische Zwerger da, der hat mich gerade auf eine Idee gebracht. Was macht der mit seiner Sämaschine, ey? Der hat mir gerade gesagt, man kann die Sämaschine mit so einem Tiefenlocker irgendwie koppeln. Dass man da nur einen Arbeitsgang hat. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ob ich dann die kleine doch die Amazone die 3 Meter nehme oder ob es da auch eine Kombination gibt für den großen Tiefenlocker. Weißt zum Beispiel den Kuhn 4 Meter und dann eine 4 Meter Sämaschine. Da sehe ich im Katalog auch eine 4 Meter Sämaschine, die BTF 4000 und TF 1512. Ja, können wir so machen, ja. Ja, dann bestell ich mal das Kuhn-Set. Mit dem Kuhn-Tiefenlocker und den... Also den anderen rausstreichen und dann... Den 4 Meter Tiefenlocker und die Sätechnik-Kombination. Ja, warte mal, wie viel PS brauchen das Ding? Das könnte vielleicht 130. Auch die Sämaschine. Wird das kombiniert? Also brauche ich dann 230 PS? Hm, eigentlich nicht. Nicht? Weiß ich tatsächlich, ehrlich gesagt. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Ist egal, wenn nicht, muss ich mir noch einen größeren Traktor kaufen. Okay, dann verbleiben wir erstmal so. Machst du die 4 Meter Kuhn-Kombi? Jo. Danke dir. Tschüssi. Jo. Der ist halt irgendwie komisch drauf. So. Herr Zwerger! Jo. Dankeschön, ne? Nur wie du was dazukommst. Jo. Danke, bis denn mal. Jo, bis denn. Tschüss. Da ist eine Fahrgassenschaltung in der Maschine, gell? Ich muss jetzt ein bisschen ausprobieren. Okay. Ja. Haben Sie ein Handbuch? Ich habe nur eine Tabelle, wo man drin sieht, eben wann man, bei welcher Arbeitsbreite man wie was. Ach, mir egal. Ich guck mal.
Ja, probiere es. Danke erstmal. Tschüss. Ja, tschüss. Arbeitsbreiten Gassen, was für ein Ding? Hm. So. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, liebe Leute. Schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge. Leben auf dem Bauernhof. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.